Ketzer-Podcast? Hallo? Hallo? Hä? Objelene do Patria Krille. Umenje ese Chorto, Schorchen, Oschno, no Bosnien, Schorto, Agaskata. Hä? Guten Tag. Hier ist Patriarch Kyrill von der russisch-orthodoxen Kirche und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Na, dann schießen Sie mal los. Oder besser nicht, Anbetracht der Lage. Sie wollen bestimmt die russischen Invasionstruppen in der Ukraine dazu auffordern, die Waffen niederzulegen und das christliche Ideal der Feindes- und Nächstenliebe zu leben. Es ist eine Zumutung, von Menschen zu verlangen, Schwulenparaden zu ertragen. Dies ist der wichtigste Punkt bei der sehr einfachen und entsetzlichen Loyalitätsprüfung zwischen West und Ost. Dann wollen Sie aber wenigstens die Ukrainer um Vergebung für die Gräuel bitten? Vergebung besteht darin, auf der Seite Gottes zu stehen. Aber Patriarch, was ist denn Ihr Problem mit der Homosexualität? Wir werden uns niemals mit denen abfinden lassen, die dieses Gesetz zerstören und die Grenze zwischen Heiligkeit und Sünde verwischen. Und noch mehr mit denen, die die Sünde als Modell fördern. Aber worin sehen Sie denn den Grund des momentanen Krieges? Es gibt in der Ukraine eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte, die heute von denen angeboten werden, die die Weltmacht darstellen. Ein politisches Statement abzugeben nach dem Motto, wir sind an eurer Seite, reicht nicht. Abkommen zu unterzeichnen, auch nicht. Sondern wir sollen eine Schwulenparade abhalten. Und wir wissen, wie sich Menschen diesen Forderungen entgegensetzen und wie dieser Widerstand gewaltsam unterdrückt wird. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Viktor und ich begrüße Christian. Hallo. Viktor. Ich warte auf ein Hallo. Und Ketzer-Lehrling Jörn. Hallo. Unsere Themen heute: Das Gespenst, ein lustig-bizarrer Film, der sogar verboten wurde. Von Jörn: Warum glauben kluge Menschen? Und als erstes Thema die Besprechung des dummen Anrufs. Und vorher möchte ich noch darauf hinweisen, dass mein Name im Zusammenhang mit klug in einem Satz genannt wurde. Ne? Das ist ja auch mal irgendwie was Besonderes. Hast du das deshalb gemacht? Ja. Gut, die Besprechung des dummen Anrufs. Christian, du hast dir dieses Thema ausgesucht. Sag uns erstmal, dieser Patriarch Kirill, wer ist das? Ist der wichtig? Was macht der? Also Patriarch Kirill ist natürlich sein, soll ich mal sagen, sein Online-Name, sein Login-Name bei Twitter, denke ich mal. In Wirklichkeit heißt er Wladimir Mikhailovich Gundjarev und er wurde 1969 geboren, ist 2 Jahre älter als ich und ist der Vorsitzende der russisch-orthodoxen Kirche. Das heißt, russisch-orthodoxe Kirche ist eine Abspaltung von der griechisch-orthodoxen Kirche und damit ist er der oberste Religionsmacker in Russland. Und die ganzen russisch-orthodoxen, die haben den sozusagen als ihren Papst, nur dass der Patriarch heißt, aber wenn man Patriarch durch auseinanderzerlettert, heißt es auch nur Papa. Ne? Also Patra, das ist die Vereinnahmung von Verwandtschaft. Und ja, der hat zu sagen, was in der Religion läuft. Ich weiß nicht, ob er unfehlbar ist. Das hat er sich wahrscheinlich noch nicht so angemaßt wie der Papst hier in Rom. Aber der wird in den Medien momentan hoch und runter gespielt. Es gibt ja sonst nichts zu schauen in Russland gerade. Und ist quasi für alle russisch-orthodoxen die Nummer 1, Number 1. Und man hört ja, dass der auch starke Verbindungen hat zu Putin. Es gibt ja viele Bilder, klar, bei so Staatsakten sind die ja immer mit dabei, aber ich glaube auch tatsächlich, dass dort eine Verbindung besteht. Und seit einigen Jahren merkt man ja in der russischen Politik eine ausgeprägte Homophobie, die also dort auch in Gesetzesform gegossen wurde. Und möglicherweise steckt also jetzt dieser Patriarch Kirill da dahinter, dass der sich da durchsetzt oder halt seinen Einfluss geltend macht.
Und wie wird jetzt das von der russischen Bevölkerung aufgenommen? Kriegt er, also ist das eine Witzfigur dort oder hört man auf ihn? Er sieht zwar aus wie eine Witzfigur, wenn man sich mal ein paar Bilder von ihm anschaut, und ich denke mal, auf YouTube wird jetzt ein wunderschönes Bild von ihm erscheinen, aber er ist tatsächlich, wird da ernst genommen, und er wurde halt auch von Putin in dieses Machtkonstrukt eingebunden. Das heißt, die Kirche, die russische orthodoxe Kirche kriegt mehr Privilegien, kriegt mehr Raum, und es geht dort auch darum, quasi so einen Amalgam zwischen Staat und Kirche zu machen. Also es ist quasi die Gegenbewegung zur Säkularisierung. Nach der atheistischen Sowjetunion ist jetzt wieder Zar und Patriarch, die zusammen dabei die Leute auszunehmen und zu unterdrücken. Und deswegen sind die zusammen, und jetzt, wir wollen auch noch festhalten, das ist eine christliche Kirche. Die haben keine extra Bücher, so wie die Mormonen, die wir letztes Mal hatten, sondern die lesen letztendlich auch dieselbe Bibel, die Frau Käßmann hier liest, hier in Deutschland. Weiß nicht, ob die jemand noch kennt. sind da so viel ausgetreten. Und die erzählen uns, die Christen hier erzählen uns immer, dass in der Bibel drin steht, ja, Homosexualität ist ja eigentlich nicht verdammt, ne? Ist ja alles okay, und das kann man nicht rechtfertigen aus der Bibel. Der kriegt seine Nachrichten auch aus denselben Büchern, und die interpretiert er offensichtlich ganz anders. Ja, also auch so Sachen wie Nächstenliebe und Feindesliebe, Altes Testament, Neues Testament, alles dasselbe, kommt aber trotz göttlicher Weisung zu völlig anderen Schlüssen als die Leute, meinetwegen auf der ukrainischen Seite oder hier im Westen. Und jetzt hast du ja gesagt, praktisch in deiner Rolle als Patriarch Kirill, ich zitiere nochmal, ja, wir werden uns niemals damit abfinden, dass dieses Gesetz, oder wir werden uns niemals mit denen abfinden lassen, die dieses Gesetz zerstören und die Grenze zwischen Heiligkeit und Sünde verwischen, und noch mehr mit denen, die die Sünde als Modell fördern. Also das habe ich jetzt ein bisschen komisch vorgelesen, ne? Aber er sagt eben, diese Grenze zwischen Sünde und Heiligkeit, die wird auf jeden Fall aufrechterhalten. Und man kann das nicht als Lebensmodell gleichberechtigt neben andere Lebensmodelle stellen, wobei ich das immer ein bisschen komisch finde, Lebensmodell, das sucht sich ja keiner aus, ne? aber jedenfalls, wir wissen, was gemeint ist, ne? Ja, Lebensmodell heißt ja schon, du kannst natürlich schwul sein. Das sagt er auch in einem nicht zitierten Satz davor. Ja, wir haben ja natürlich die Leute immer noch lieb und wir respektieren sie. Aber wir haben sie nur lieb, wenn sie ihre eigene Sexualität unterdrücken. Dann können wir das sehen. Das heißt, sie müssen sich quasi selbst quälen, die Leute, die schwul sind oder die andere sexuelle Ausrichtung haben, die nicht denen des russischen Patriarchen entspricht. Und ich denke mal, es richtet sich ja nicht an die Leute, sondern er richtet sich gegen die Leute, die das gutheißen, gegen zum Beispiel Frau Käßmann, ne? Direkt in your face, wenn wir das nicht als Sünde darstellen und auch keine Gesetze beschließen, dann kommen die Stalin-Orgeln und werden uns zu Klump hauen. Und damit hat Zelensky eigentlich recht, dass, wenn er sagt, dass er quasi die Ukraine als westlichen Staat verteidigt, weil wenn der Kirill zu viel Gehör findet in Russland, dann werden die sich auch nicht damit abfinden, dass wir Schwulenparade in Düsseldorf haben oder in Paris oder in London, denn damit kann der sich ja nicht abfinden. Und Nächstenliebe und Feindesliebe spielt da offensichtlich eine sehr stark untergeordnete Rolle. Ja, ja, das ist wohl so. Also das Verblüffende ist ja, dass er das jetzt wirklich in diesen Konflikt Ukraine-Russland hineinwirft. Also dass das dem nicht zu blöd ist, ne? Dass der da nicht sagt, Leute, wir haben so viele Scheiße jetzt da, lasst mich mal in Ruhe mit diesen blöden Fragen hier nach Homos. Aber er sagt es ja selber, ne? Er hat ja, du hast ja gerade in deiner Rolle gesagt, Zitat von ihm, es gibt in der Ukraine eine grundsätzliche Ablehnung der sogenannten Werte und so weiter und so fort. Ehrlich zu sein, ich hab ein bisschen das Zitat verändert. Er hat gesagt, im Donbass, und das ist ein Teil der Ukraine, und das ist vielleicht auch Teil seiner Strategie, das abzutrennen und sagen, Donbass ist ja offensichtlich nicht Ukraine, aber Donbass ist Ukraine. Und deswegen habe ich Ukraine da eingesetzt einfach anstatt Donbass, weil ich mich nicht sozusagen hier ihm auf den Leim kriechen wollte und sagen, und die Ukraine stückchenweise auseinandertrennen würde. Das wäre also Teil seines Kalküls. Aber der wichtige Punkt ist doch, dass er sagt, es geht hier nicht nur um territorialen, ja, Krieg, also sie wollen da jetzt ja keine Kolonie gründen, um da irgendwie Gold zu schürfen, sondern es geht ihm um die Werte, beziehungsweise um das Zurückdrängen jener, die seine heiligen Werte verraten. So wie wenn der IS
ja. in Syrien da einfällt und sagt, so die Hälfte gehört jetzt uns und den Rest, den holen wir uns übermorgen, um dort unser Gottesreich zu errichten. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist schon in der gleichen Grundrichtung irgendwie. Ja, ich denke mal, das ist ein sehr guter Vergleich mit dem IS, denn auch hier ist es ein Kulturkrieg. Der IS hat ja quasi dieselbe Motivation. Der sagt ja, das sind die westlichen Werte, die sie ablehnen und weswegen sie kämpfen. Und das ist offensichtlich derselbe Grund hier. Das ist quasi ein russischer orthodoxer Staat, der hier sagt, die restlichen Werte müssen bekämpft werden. Mal abgesehen davon, dass er so Sachen sagt, dass die Leute gezwungen werden, Schwulenparaden abzuhalten, ja? Ja? Gezwungen werden. Dass die quasi, die Leute gehen in die Häuser rein mit Maschinengewehr, Pistolen hier in Osnabrück. Gehen sie rein, hier, Schwulenparade, alle angetreten, hier, Ledersachen anziehen, zack, zack. Ne? Diese Darstellung ist so skurril, aber das ist nicht das Einzige. Als ich war ja mal auf dem Original Christopher Street Day in San Francisco. Oh. Ja, was heißt oh? Ja, also das ist schon was Besonderes. Ja, vor 22 Jahren war das, ja. Da war ich in Berkeley und ich bin da mit Frau und Kind, sind wir dort hingegangen zum Christopher Street Day. Das war eine Riesenparade, ja, mit dem ganzen Volk, das unterwegs ist. Und da fuhr auch der Bürgermeister von San Francisco im Wagen mit und hat dann alle gegrüßt und so weiter. Ne? Zu der Zeit habe ich gerade Paper geschrieben mit einem italienischen Kollegen. Und der hat dann, nämlich gesagt, ah, wir waren gestern Christopher Street Day. Das war ganz lustig anzuschauen. Und dann hat er mich entrüstet angeschaut. Er hätte gedacht, wir hätten mehr Geschmack. Gut, das war 22 Jahre vor. Ist auch ein junger Kerl gewesen, so wie ich damals. Oder mitteljung eher. Und da sieht man, dass da immer noch die Vorbehalte sind. Aber das ist eine echte Fun-Parade gewesen. Das ist nicht etwas, wo man Leute dazu zwingen muss. Und vor allem muss da niemand teilnehmen. Wer nicht da teilnehmen will, kann eben wie der italienische Kollege zu Hause bleiben und der Farbe beim Trocknen zuschauen. Ne? Also. Ja, aber das möchte ich jetzt schon auch der Ehrlichkeit halber einschränken. Und zwar, ich bin ja teilweise in Bayern und teilweise im tiefsten Schwarzwald aufgewachsen und in einem kleinen Schwarzwaldkaff namens Oberried in der Nähe von Freiburg, so richtig am Berg gelegen, ja, die Feldberggemeinde. Also es im Grunde geht es da um Eingeborene, ja, um Wilde. Und ich hatte dort ein kleines Zimmerchen und da war das so, die badische Fastnacht ist ja berühmt, ne? Und da war das so, in Oberried ist da also plötzlich der kleine VW-Bus der örtlichen Elektrofirma vor die Fenster gefahren. Und dann hat oben auf dem Dach war so ein kleiner Lautsprecher und der hat sich dann gedreht, so wie wenn ein Panzer plötzlich sein Rohr so auf zur Seite schwenkt, ne, auf die Fenster und dann wurde da rausgebrüllt. Ey Leute, alle rauskommen, ja, alle mitmachen, alle raus hier. Und so, ne, und dann sind die Leute alle raus und haben da Fastnacht gefeiert, ne. Freiwillig war das auch nicht. Du wurdest gezwungen, die alemannische Fastnacht mitzumachen. Ja, glaubst du, ich hätte das freiwillig gemacht, ja. Da bin ich heute noch traumatisiert, ja. Dann lieber nach San Francisco zum Christopher Street Day, das kann nicht schlimmer gewesen sein. Ja, aber zurück zu diesem Patriarchen. Ich wollte noch kurz gefährliches Halbwissen zum Besten geben, und zwar diese Einflusssphäre der orthodoxen Kirche, also der Ostkirche, endet ja nicht an der russischen Grenze, sondern umfasste auch das ukrainische Gebiet. Und dort hat sich jetzt die Kirche abgespaltet, sodass es also die ukrainische orthodoxe Kirche gibt und die russisch-orthodoxe Kirche. Also hat also die Orthodoxie in Russland ein großes Gebiet verloren. Früher war der Patriarch Kirill dort der oberste Chef, jetzt hat er dort nichts mehr zu sagen. Und auch das ist seine Motivation, möglicherweise, da beim Putin da mitzumachen, dass er dort wieder seine Gebiete zurückbekommt sozusagen. Kann doch sein. Das ist nicht auszuschließen. Also wenn es Gott ihm nicht gesagt hat, dass er es sagen muss, dann könnte es auch ein Grund sein. Ja, dann muss er da doch Geschichten verbreiten von einem Mann, der mit 12 anderen Männern alleine durch die Gegend gezogen ist. Das ist völlig normal. Ja. Völlig aber mit normal. Eine Frau war aber auch dabei, ne? Maria Magdalena, die war ja auch dabei. Ist es nicht in der einen Szene, dass dazu gekommen, oder? In der einen Grabesszene ist da nicht ein nackter Mann, der da quasi aus der Gruft rausrennt, ne? Also Johannes, dein Lieblingsjünger.
der noch eine Rolle spielen wird in der Sendung. Ja. Hier, ich habe noch einen letzten Punkt. Falls ihr noch was habt, könnt ihr das gerne noch reinwerfen. Sonst sind wir in der Zielgeraden. Und zwar, ich finde, diese Propaganda in Russland und vom Putin, ne, die wirkt sich hier auch aus. Da kann man gut sehen, wie sowas funktioniert. Es gibt ja schon länger Gesetze in Russland, das steht ja immer auf dem Atheist-Media-Blog, ne, dass jetzt das verboten ist, das irgendwie positiv darzustellen. Man darf nicht mehr darüber berichten. Diese Paraden sind verboten. Die ganzen Gruppen, die es da gibt, die sind plötzlich Terroristen, bla 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 und so weiter. Ne? Und wenn dann jetzt so dieser religiöse Irre hier kommt mit seiner komischen weißen Mütze, dann ist dann auch keiner mehr da, der da widerspricht, sondern dann sagen alle, ja, das haben wir ja die ganze Zeit schon im Fernsehen gesehen, ne? Die komischen Schwulen und so weiter, das sind ja im Grunde auch Perverse, ne? Die wälzen sich da in Sperma und Blut, da in ihren komischen Kaschem, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und so. Ne? Also so bereitet man auch dann Hass vor in einer Gesellschaft und zuerst denkt man sich, es hat keine Auswirkung, lass die mal machen und plötzlich kommen aber diese Leute und sammeln ihre Profite ein, wie jetzt dieser Kurill, und keiner ist mal da, der ihn kritisiert. Das ist ein guter Punkt, den habe ich noch vergessen, das haben wir zwar vorher besprochen, aber der gute Punkt ist, wo sind die Christen, die sich jetzt gegen Kurill aufbegehren und sagen, wir wollen nicht in so einer Kirche drin sein, die Schwulenhass hat, ne? Wo sind die? Ja, erstens das und zweitens, man kann ja dann nicht nur einfach sagen, ja, also ich sehe das anders, man muss es ja theologisch begründen. Ne? Man müsste man ja immer sagen, ja, das ist doch ein Betrüger. Sieht er das nicht? Der betrügt euch doch alle nur. Das ist doch ein Scharlatan. Ne? Aber das macht natürlich keiner, ja, weil alle, die da was sagen können, ebenfalls Scharlatane sind. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.